La 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 la. Guten Tag, dies ist der Igel mit den neuesten Nachrichten. Und zwar, ich werde jetzt erstmal versuchen, den Küchenbastard nochmal zu ärgern. Weil der mir letztes Mal doch etwas flaumig vorkam, der ist tot. Okay. Oder weg. Nun ja. Schön. Der hat sich dann verpisst. Und er hat gemeint, er hat nicht viel Zeit, weil er so viel Essen machen muss. Aber scheinbar ist er ja fertig geworden. So, hier sind auch keine weiteren Türen. Nö. Also geht es auch nur noch hier rein. Das ist völlig in Ordnung. Dann muss ich erstmal das richtige Ding auswählen und mit dem aktivierten Ausweis die Tür benutzen. Es hatte mich viel Mühe gekostet, die Karte zu ergattern. Ich wollte endlich sehen. Sehen. Was mich erwartet im Untergeschoss. Was hatte ich eigentlich vorhin danach gefunden? Ach, dieser Schlüssel, den habe ich ja wieder verloren, ne? Der wurde mir ja abgeluchst, aber von einer fremden Person, von der ich nicht weiß, wer sie ist. Okay, gut. Okay. Schauen wir doch mal. Auch beim näheren Hinsehen konnte ich nichts weiter erkennen. Okay. Ist hier jemand in der Knastzelle? Gucken wir mal, was ist mit dieser Zelle? Es war eine alte Gefängniszelle. Offensichtlich wurde Bruno hier festgehalten. Hoffentlich kam ich nicht zu spät. Die Zelle war abgeschlossen. Und leer. Okay. Ich müsste eigentlich mal zwischendurch mal speichern. Ich habe das, nämlich gar nicht mehr gemacht. So, bitte. Speichern. Zusammen und fortsetzen. Okay. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir irgendwas Sinnvolles reißen können in dieser Folge. Meine Katze schmiegt sich an mich. Oh. Ich hörte jemanden kommen. Okay, das bin bestimmt ich. Ich schloss messerscharf, dass mir stinkende Socken nichts nützen würden. Och, wer weiß, das kann man... Kann das war die Schmutzwäsche, auf der ich gelandet war. Das Aroma von über 400 Käsefüßen machte mich schwindelig. Das klingt aber gut. So, und von da oben bin ich bestimmt reingekommen, nicht wahr? Durch dieses Fenster war ich hereingeklettert. Das Fenster war ziemlich hoch oben. Das heißt, ich komme nicht zurück. Dort konnte ich nicht wieder hinausklettern. Ja, das war mir schon klar. Wäre ja auch blöd, wenn ich einen neuen Abschnitt beginne und wieder zurück kann. Naja, wobei, das passiert ja hier ab und zu mal schon. Das ist ja ein ekelhaftes Ding. Was ist denn damit? Ach, ich kann es verschieben. Okay. Aber warum sollte ich das tun? Ich kann es ja erstmal wegziehen, ob dahinter irgendwas ist. Okay, erstmal nicht. Nein. Dann schauen wir doch mal die Schränke ab, ob da was ist. Nö, Wasserhahn, kann man den benutzen? Nö, gut. Hier kann man auch nicht benutzen und hier kann man auch benutzen. Ich brauchte kein Waschmittel mitzunehmen. Wow, das ist aber echt jede Menge Waschmittel, Mann. Jemand in diesem Schloss hatte eindeutig einen Waschmitteltick. Das ist das. In meinem alten Navy Seals Handbuch war ein Kapitel gewesen. Die Ermittlung der gegnerischen Stärke mit Hilfe erbeuterter Waschmitteltrommeln. Leider konnte ich mich nicht mehr an die Formel erinnern. Das ist Fosch, glaube ich. Oder sowas, keine Ahnung. Also der Name ist jetzt natürlich nicht irgendwie relevant, aber es sieht so ein bisschen aus, wie als wäre es auf Dash angespielt zumindest. Aha. Und ich muss bestimmt die Tür aufkriegen und dafür muss ich ein bisschen Gewicht kriegen. Und das kriege ich von dieser wunderschönen Waschmaschine. Ja gut, das ist jetzt dann eher simpel gewesen, diese Schlussfolgerung zu machen. Und das Ding ist ja mal echt ekelhaft, ey. So ein rostetes Ding hätte ich vielleicht schon mal jemanden gebeten, das rauszubringen. So. Ja, das Waschmittel steht im Weg. Ich hätte es noch einen nach rüber schieben müssen. Noch einen nach rüber? Genau, einen nach rüber hätte ich ihn schieben müssen. Auf jeden Fall immer in Richtung rüber. Und jetzt noch in Richtung rüber. So. Wunderbar. Die Waschmaschine glitt mühelos auf den Karren. Ja, jetzt muss ich außen rum gehen. Weil ich da nicht rübersteigen kann. Schlau wie es ist. Und... Dann machen wir mal Pumpe. Und los geht's. Jawohl. Und jetzt gehe ich hier rüber und dann kommt mir Nico entgegen und will mir in die Fresse hauen. Wetten? So, was ist hier?
Kisten. Aber keine verschiebbaren. Sehr schön. Trotzdem Kisten. Was ist das hier? Einfach eine Kiste. Okay, gut. Alles. Okay, wenn es nicht gebraucht wird, kann ich damit gut leben. Oh Gott, Gänge. Jede Menge. Gänge. Nochmal Kisten, die nochmal genauso aussehen. Okay. War das der gleiche, wo ich eben gerade schon mal war? Oh, guck an. Zwecklos hätte ich bloß die Keycard dafür gehabt. Okay. Und jetzt kommt's. Nimm das, du! Hey, was? George? Wer? Ich bin's, Nico! Ah, ich dachte, du wärst Petra. Schleißt dich oft so an Mädchen ran, ha? Nur an Blondinen. Also stimmt es doch. Blondinen haben mehr vom Leben. Behalte die Perücke auf, dann erfährst du's. Kaufhausmode. Nicht mein Stil. Autsch. Was machst du eigentlich hier unten? Sind dir die strengen Sicherheitsvorkehrungen aufgefallen? Bruno muss hier in der Nähe sein. Also, worauf warten wir noch? So, und damit sind wir wieder zu zweit. Nehme ich das Ding mit? Nö. Soll ich mal ansprechen? Hallo. Hey, Nico. Ja? Weißt du was? Die blonde Perücke sieht seltsam aus. Ach ja? Sonst hat niemand etwas gesagt. Weil deine Aufmachung so schaurig ist, es traut sich keiner. Und, hast du Bruno gefunden? Nein, noch nicht. Die Wächter in der Eingangshalle haben gesagt, er sei in Cesaros Büro gebracht worden. Das muss irgendwo hier unten sein. Also das war jetzt mal echt dämlich. Erst sagt sie, Bruno muss irgendwo hier unten sein. Mist! Was machst du da? Psst, Wächter! Sie bewachen eine Tür da drüben. Ich könnte an ihnen vorbei, aber dich würden sie erschießen. Du musst sie irgendwie überlisten. Okay, aber da war ja auch noch eine Tür. Hey Nico, kannst du mit dem ich Schloss öffnen könnte? Ja, haben sie durcheinander geredet, aber ihr wisst ja, worauf es hinausläuft. Was würdest du nur ohne mich tun, George? Was hat sie denn für eine komische Spiegelung von ihren... Naja, whatever. Ja, gar nichts würde ich tun, wahrscheinlich. So, was gibt's denn hier? Noch nur eine Umkleide. Und die ist so sicherheitsrelevant, dass sie da so eine Tür verbasteln müssen? Was ist das hier? So, das müsste mir mehr Bewegungsfreiheit verschaffen. Nico, würdest du dich bitte umdrehen? Soll das ein Witz sein? Nein, meine Unterhose sieht zu unvorteilhaft aus. Ach so. Na dann schnell, zieh dich endlich um. Ihr habt gevögelt miteinander, ihr wart zusammen. Hallo, warum hast du dich da aus... So, fertig. Du siehst sehr gut aus. Das sagst du bestimmt zu allen Wächtern. Nette Anspielung auf einen von den letzteren Parts. Oh, komm. Ja, ich bin halt nicht so gewöhnt. Diese ganze Steuerung ist halt auch nicht immer die günstigste. So, aber warte mal, wenn ich jetzt überlege, ich war ja hier gewesen und dort gab es ja... Alter, ist alles dasselbe. Nee, hier gibt's auch noch einen Weg. Sind hier noch irgendwo was, dass wir nicht, dass wir irgendwas verpassen oder so? Ich meine, solange wir weiterkommen, ist ja okay, aber ich möchte nicht irgendwo nachher zurücklaufen müssen, wenn ich da auch schon von... Was war das denn jetzt? Da konnte man noch... Achso, das war die Olle. Wenn man noch irgendwas machen kann. Geh weg, Puppe. Nee, hier ist nichts. Okay, alles klar. Dann einfach raus hier. Und in Richtung des Lichtes laufen, und zwar hier. Genau, naja, gut, so viel ist es gar nicht gewesen. Sah viel. Oh Gott, schlimmer aus. Er ist völlig besoffen. Na komm, Nico. Na dann, auf geht's. Madame Petra, man hat mich gar nicht informiert, dass Sie zurück sind. Ich bin aber hier, wie Sie sehen. Und ich hab's eilig. Ich sollte am Haupteingang nachfragen. Sie halten mich unnötig auf. Und wenn Ihnen Ihre Gliedmaßen lieb sind, schlage ich vor, dass Sie die Tür öffnen. Selbstverständlich, Madame. Verzeihung. Er sagt bestimmt trotzdem vorne Bescheid. Oder fragt nach. Und dann werden wir auf den Sack kriegen. Aber egal, jetzt gehen wir erstmal hier runter und holen uns Bruno wieder. Hier ist auch noch eine Tür.
Aber was ist hier? Egal, wollen wir erstmal die Tür probieren oder nicht? Nico! Es gab keinen Grund, das zu versuchen. Nico! Wieso nicht? Wir haben die gerade jetzt selber, oder was? Nö, haben wir nicht. Die hat sie immer noch. Oder ist das die hier? Sicherheitsausweis. Ach so. So nicht. Es war eine Keycard für ein Sicherheitsschloss. Aber für diese Tür nicht. Vielleicht sollten wir uns die Tür einfach mal richtig angucken. Die Tür angucken, nicht nur. Es war eine Metalltür. Daneben war ein Tastenfeld. Ach so. Okay, na dann müssen wir wahrscheinlich erstmal die Kombination herausbekommen. Ah, da oben. Dazu müssten wir aber Kisten haben. Ja. Da das Ding allerdings an der Wand steht, brauchen wir hier mehr als eine Kiste. Deswegen reichen uns eigentlich aber auch drei Kisten. Ich wüsste jetzt nicht, wozu ich eine vierte bräuchte. Gut. Passt mir aber sowieso ganz gut, weil wir sie dann wirklich genau bis ran schieben können. Dazu müssen wir nur da hochklettern, das Ding ziehen. Ja, ich kommentiere das jetzt einfach alles mit. Ist ja auch wurscht, auch wenn es jedem klar ist. Man sieht ja, was ich mache. Aber es wäre ja auch doof, wenn es ein LP ist und ich nichts sage. Wäre ja auch blöd. Ich weiß, es ist bei Adventures. Ich wollte jetzt gerade fast sagen Point-and-Click-Adventure, aber das wäre ja irgendwie nicht richtig. Ups, und... Ah ja, das geht nicht. Das dachte ich mir. Deswegen habe ich in weiser Voraussicht auch diese zuerst geschoben, damit ich diese dann ziehen kann. Eins und zwei. Ja, Digga, hör auf, dir einen runterzuholen. Wir sind im Nebenzimmer. Du hörst uns doch hier Kisten schieben. Ist das ein Spacko, ey. Naja. Komm, mach. Alter, das klingt aber echt so, als wenn er jetzt hier echt hart am Wichsen wäre. So, gerade hat mein Handy geklingelt, aus welchen Gründen auch immer. Ich werde mir das gleich mal angucken, was da los ist. Aber erstmal. Achso, wir sind schon da. Okay, na dann hoch da. Hallo. Nico, sei leise und sieh dir das an. Das ist Bruno. Ich glaube, er ist ganz allein da drin. Können wir das riskieren? Wir haben keine Wahl. Hey, Bruno! Bruno, ich bin's, Nico. Und George. Oh, hallo, nett, dass Sie vorbeikommen. Geht's Ihnen gut? Ja, natürlich. Ich habe Hunger, Durst und ständig Schmerzen. Man hat mir genügend Elektroschocks verabreicht, um eine Kleinstadt zu heizen. Aber wo Sie jetzt hier sind, ist mir das alles egal. Sie sind sehr tapfer. Ich bin in Osteuropa aufgewachsen. Wir wurden schon im Kindergarten gefoltert. Haben Sie denen irgendetwas gesagt? Alles, bis auf das, was Susaro wissen will. Und das wäre? Wer den Schlüssel Salomos hat. Aber wir wissen gar nicht, wer ihn hat. Eben. Na, jetzt spielt das keine Rolle mehr. Wir sind hier um... Psst. Das war die Torwache. Petra ist endlich angekommen. Das freut mich sehr für Sie. Danke. Ich finde, Foltern ohne Zuschauer ist eine öde Angelegenheit. Oh, ich weiß. Und sie hat so viel Fantasie. Sie gleicht einer sprudelnden Quelle neuer Ideen. Das weiß ich zu schätzen. Oh ja, Bruno. Sie werden es zu schätzen wissen. Und sehen Sie es von der positiven Seite. Wenn Sie uns verraten, wer den Schlüssel hat, werden Sie nicht umgebracht. Wir brauchen Sie zu dringend. Meine Liebe. Hat er schon geredet? Nein, aber du wirst ihn bestimmt dazu bringen. Ich kann es kaum erwarten. Nun zu Stobbart und dem Mädchen. Ich hoffe, du hast erfreuliche Neuigkeiten. Ich habe sie gefunden, aber sie sind wieder in Die beiden haben einfach zu viel. Es kommt noch schlimmer, Meister. Lasst ihn herein! Alles klar, Boss? Nicht dieser Idiot. Verzeihen Sie, Sir. Er hat etwas Wichtiges zu sagen. Flap, erzählen Sie Senor Susaro, was Sie mir in Paris gesagt haben. Wie? Das mit dem Nachtlokal?
Und den Mädchen? Nein, nein, nein. Das mit dem einbruchsicheren Tresor. Ach, das. Tja, das war er eigentlich gar nicht. Was war er nicht? Einbruchsicher. Erzähl schon, Flap. Stubberts Biene war noch mal im Theater und hat Akten mitgenommen. Welche Akten? Ein Bild. Von einem Schloss in Prag. Dieses Schloss hier? Bingo. Der Kandidat hat 100 Punkte. Flap! Verzeihung, Sir. Was ist das? Gefällt er Ihnen? Das ist mein neuer Schal. Stubberts Biene hat ihn in Paris verloren. Was ist denn? Du kannst gehen, Flap. Raus. Danke, Sir. Tja, Bruno. Heute ist Ihr Glückstag. Da ich nun weiß, wer den Schlüssel hat, müssen wir sie nicht mehr Petras liebevoller Fürsorge anvertrauen. Sie wissen es? Woher? Das Emblem auf dem Schal. Es ist das Wappen des Ordens. Ich dachte, die seien vor Jahrhunderten verschwunden. Offenbar nicht. Und ich weiß genau, wo ich sie suchen muss. Flap, dieser Narr, trug die Antwort die ganze Zeit um seinen fetten Hals. Collar arbeitet wahrscheinlich für sie. Wir müssen unsere Pläne ändern. Ich fahre nach Paris, um den Schlüssel zu holen. Du bringst Ostwald zur Armillarsphäre. Gib Befehl, den Aufbruch vorzubereiten. Also ist die Zeit gekommen. Ja, meine Liebe. Endlich. Interessant. Das Gitter war an der Wand festgeschraubt. Mit bloßen Händen konnte ich es nicht losreißen. Ja, dann nimm halt doch irgendwie wieder deinen Scheißstab. Das würde mich nicht voranbringen. So nicht. Kannst du ein bisschen dranhammern, du Hunger! Ich musste das Gitter öffnen. Ich musste das Gitter öffnen. Ja, wie? Mir fehlt dazu die nötige Ausrüstung. Die Schnur! Das hatte ich erwogen, entschied mich aber dagegen. Na, nochmal. Guck an. Durch das Gitter sah man... Leider war das Gitter im Weg, sonst hätte man so vielleicht hineinkommen können. Ja, red doch mal mit Nico. Nico! Dass sie gar nicht gewundert haben, dass zwei Petras... Hey, Nico! Ja? Kann man jetzt einfach so reingehen? Ich kannte den Türcode nicht und wollte es nicht riskieren, Alarm auszulösen. Ja, was soll ich jetzt machen, um das Ding aufzubekommen? Ihr Helden der Wahl... richtig reden brauche ich auch nicht mehr. Kann ich auch nicht. Will ich auch nicht. Sicherheitsausrüstung. Das hatte ich erwogen, entschied mich aber dagegen. Das war keine besonders gute Idee. Ja, ich habe aber gerade keine richtig gute Idee. Das würde hier nicht gehen. Kurbel ging nicht, das ging nicht, das ging nicht. Boxershorts. So nicht. Geht auch nicht. Kannst du hiermit nicht die Schrauben lösen? Die Münze hatte genau die richtige Größe, um die Schrauben zu lösen. Ah ja, da siehst du. Mach noch Lärm wie die Hölle. Ich kam nicht durch die enge Öffnung. George, früher wäre das kein Problem für dich gewesen. Vermutlich hat sich mein Muskelumfang vergrößert. Vor allem bei den Fettmuskeln. Ja, schon gut. Was ich über dich und die Perücke gesagt habe, tut mir leid. Entschuldigung angenommen. Puh. Dadurch wirst du leider nicht schlanker. Drecksau. Ja, also Nico, ab durch die Mitte. Nico? Ja? Ich bitte dich nicht gern darum, aber... Würde ich durch das Gitter kriechen? Erstaunlich, du hast meine Gedanken gelesen. Du bist leicht zu durchschauen, George. Ja, die alte Drecksau. Blonde Hure. Nein, das kann man jetzt wohl nicht über Nico sagen. Das wäre ja unfair und gemein und fies und böse. Und böse ist nicht gut. Du bist mir etwas schuldig. Schon gut, ich führe keine Bücher darüber. So, was ist jetzt? Kommen wir jetzt... Ist jetzt die Tür offen oder was? Nu? Ah ja, die Tür ist offen. Nico, sieh mal!
Die Kraftlinien. Es ist eine Art Karte. Sie zeigt die Kraftlinien. Siehst du das in der Mitte? Das sieht aus wie das Diagramm auf Vernons DVD. Anscheinend ist das Zentrum irgendwo in Ägypten. Glaubst du, sie haben Bruno dorthin gebracht? Ja, ich denke schon. Die Armillarsphäre ist irgendwo in Ägypten. Dann dürfte sie ja nicht allzu schwer zu finden sein. Klar, ich meine, wie groß kann ein Land schon sein? Ja, aber ich meine, fragen wir ihn einfach, ey, händigt mir Bruno aus und Ägypten mir dann. Es war eine elektronische Weltkarte. Die Kraftlinien waren in Rot dargestellt. Sie liefen alle an einem Knotenpunkt in Ägypten zusammen. Ich mir ist übrigens durchaus bewusst, dass der unheimlich schlecht war und auch alt und abgedroschen und... Ach, vergesst das einfach. Am besten hätte ich gar nichts gesagt. Der Schreibtisch war zum Schieben zu schwer. Außerdem war es wichtiger, Bruno zu folgen. Susarros Schreibtisch stammte wohl aus einem Möbelversand für Größenwahnsinnige. Sieh dir das an. Was ist das? Ein versteckter Knopf unter der Schreibtischplatte. Vielleicht öffnet man damit die Tür. Der Schreibtisch war zum Schieben zu schwer. Ja. Bücher über Ägypten und die ägyptische Kultur. Es würde Monate dauern, das alles zu durchforsten und zu entziffern. Ja, ich wollte auch eigentlich das da. Falls die Welt explodiert, wenn ich hier drauf drücke, es tut mir leid, was ich für gemeine Dinge über dich gesagt habe. Schon gut, George. Nun mach schon. Ja klar, Entschuldigung. Gut gemacht. So, jetzt müssen wir Bruno retten. Ach übrigens, was für gemeine Dinge denn? Ach, du weißt schon, das Übliche. Das Übliche? Sprich weiter. Aber bevor ich rausgehe, werde ich erstmal gucken, ob man diese Brille da hinten noch nehmen kann. Die sieht nämlich so auffällig aus, dass ich sie vielleicht mitnehmen möchte. Und gucken uns natürlich noch ein paar andere Sachen an. Was gibt's denn hier so? Es war eine sehr alte Karte. Ich glaube, sie zeigte irgendein Gebiet in England. Ja, das hättest du vielleicht mal genauer angeguckt. Oh, jetzt geh mal weg, das ist bestimmt Glastonbury. Ein großer Schild und Waffen hingen an der Wand. Auf dem Schild war ein Wappen abgebildet, das ich nicht erkannte. Bewaffnen! Ich dachte daran, das alles mitzunehmen, besann mich aber eines Besseren. Nicht mal die Brille kannst du mitnehmen. Okay, wir haben alles. Und weg hier. Und los, los, los. Da rennen wir bestimmt direkt in den Kerker rein. Sie stehen da an der Tür und denken natürlich, sie werden nicht gesehen. Und wie kommen wir jetzt wieder raus? André? Sind wir was machst du denn hier? Ich, dachte, ich leiste Beatrice Gesellschaft. André ist mit mir ins Kino gegangen. Was habt ihr euch angesehen, Nosferatu? George. André, wir brauchen deine Hilfe. Natürlich. Was wollen Sie denn von ihm? Das Symbol auf der Stola. Ja? Susarro hat es sofort erkannt. Es ist das Wappen des Templerordens von Saint-Stéphane. Mein Gott. Was? Ich dachte immer, das sei nur eine Geschichte. André, sag uns, was du weißt. Erzähl es uns, Liebling. Angeblich haben sich die Templer des Ordens Saint-Stéphane in Geheimkammern vor der Inquisition gerettet. Irgendwo in Paris. Niemand wusste wo. Aber früher war ihr Hauptquartier in der Nähe der alten Kirche von Montfaucon. Vielleicht finde ich am alten Versammlungsort der Templer einen Hinweis. Was meinen Sie damit? Früher trafen sich die Templer dort heimlich in den Katakomben. Natürlich. Es geht noch weiter. Erzähl. Es geht um die Gründung des Ordens. Wir haben keine Zeit für Märchen, André. Hör mal, Nico. Wenn ich etwas begriffen habe, dann ist es, dass man nie zu viel Information haben kann. Sprich weiter, André. Danke, George. Als die Templer noch im Besitz des Tempelbergs in Jerusalem waren, entdeckten sie eine heilige Reliquie. Ein junger Ritter namens Stéphane wurde beauftragt, sie heimlich nach Frankreich zu bringen. Er reiste durch Galiläa nach Norden. An der Küste schiffte er sich ein und stach in Richtung des Flusses Po in See. Er reiste das Po-Delta hinauf und vermied dann die Gefahren, die im Westen auf ihn lauerten, indem er nach Norden in den Rheingau ging. Die Truppen eines räuberischen Prinzen verfolgten Stéphane bis nach Frankreich. In den Bergen von Reims wurde er schließlich zum Kampf gezwungen. Zwar konnte er seine Feinde bezwingen, wurde dabei aber tödlich verwundet. Tapfer erreichte er trotzdem sein Ziel, das Präzeptorium von Berentoir. Dort übergab er die Reliquie dem Meister des Kapitels und verstarb.
Zu Ehren des tapferen Ritters nannte sich der Orden von nun an Orden vom Heiligen Stefan und verlegte seinen Hauptsitz nach Paris. Das klingt wie ein Märchen. Du liebe Güte. Ich gehe nach Montfaucon und sehe mich dort nach Spuren um. Nico? Du musst allein gehen, George. André und ich werden versuchen herauszufinden, wo genau dieser Ort in Ägypten ist. Gut, tja, dann bis später. Dann mal los, George. Also ich glaube, die Information, dass er sich eingeschifft hat, ist vielleicht gar nicht mal so unwichtig gewesen, weil ist immer gut zu wissen. Ich war nach all den Jahren wieder auf dem Place Montfaucon. Unter dem Pflaster lag eine verborgene Welt, teils von den Tempelrittern als Treffpunkt. Wieder einmal musste ich auf der Suche nach der Wahrheit dorthin absteigen. Wunderbar, aber das erleben wir alles erst in der nächsten Folge von Baphomets Fluch 3. Bis dann, tschüss.